Diese Entdeckung in Tschernobyl schockiert die ganze Welt. Am 26. April 1986 zerstörte ein plötzlicher Leistungsanstieg während eines Reaktortests den Block 4 des Kernkraftwerks in Tschernobyl, Ukraine, der daraufhin explodierte und Tonnen von radioaktivem Material in die Atmosphäre schleuderte. Seitdem ist der Ort nicht mehr derselbe. Von mutierten Tieren über gespenstische Szenen bis hin zu merkwürdigen Objekten wird immer wieder von seltsamen Dingen berichtet, die dort gesichtet werden. Werfen wir einen Blick auf die 11 seltsamsten Entdeckungen in Tschernobyl. Forest is known to be highly contaminated. As you can see just on the road where I'm standing, it's way over 30 microns. Nummer 11. Der Elefantenfuß. Durch die Brände und Explosionen kam es während der Nuklearkatastrophe in Tschernobyl zu einer Kernschmelze, bei der radioaktive Stoffe in die Atmosphäre gelangten und eine weltweite Katastrophe auslösten. Die erschütterndste Entdeckung nach dem Unglück war ein Klumpen radioaktiver Abfälle, der sogenannte Elefantenfuß. Der Elefantenfuß besteht aus geschmolzenem Curium und anderen Materialien. Der Fuß fraß sich mit einer Hitze von 2600 Grad Celsius tief in den Betonsockel des Kraftwerks hinein. Noch heute ist das Gebilde nicht vollständig abgekühlt und gräbt sich weiter durch den Sockel des Reaktors. Es wird noch Jahrhunderte dauern, ehe er abkühlt. Doch seine Radioaktivität bleibt bestehen. Nummer 10. Radioaktive Spinnennetze. Als Wissenschaftler in der Sperrzone Tschernobyls nach Insekten suchten, erkannten sie, dass die Insektenpopulation nahezu ausgelöscht worden war. Nur wenige Arten hatten überlebt. Sie wiesen jedoch verschiedene Missbildungen und Mutationen auf. Am stärksten davon betroffen waren die Spinnen. Während sie äußerlich normal wirkten, unterschieden sich ihre Netze stark von den üblichen Spinnennetzen. Anders als normal waren die Netze der radioaktiven Spinnen unregelmäßiger und entsprachen nicht der üblichen Bauweise. Sie sahen unförmig und deformiert aus. Leider erforschten die Wissenschaftler nicht, ob sie stark genug wären, um dich in Spider-Man zu verwandeln. Dafür müsstest du dich beißen lassen, obwohl wir das nicht empfehlen. Nummer 9. Geisterstadt Pripyat. Die Geisterstadt Pripyat ist wirklich gespenstisch. Unter den Schreckensbildern ist das verlassene und unheimliche Erscheinungsbild der Stadt besonders eindringlich. Einst lebten in dieser prächtigen sowjetischen Stadt 50.000 Einwohner. Nach der Katastrophe wurde Pripyat evakuiert und anschließend aufgegeben. Heute ist es eine Geisterstadt. Diejenigen, die es wagten, durch die Ruinen zu streifen, entdeckten seltsame und unheimliche Bilder, die von der Atomkatastrophe zeugen. Wie dieses Bild eines Kindergartens, in dem verrostete Betten und Puppen mit offenen Augen herumliegen. Es gibt auch Klassenzimmer, die mit Gasmasken übersät sind, Bücher liegen unberührt herum und selbst ein blaues Auto, dessen Nummernschild 1984 lautete, wurde entdeckt. Nummer 8. Der Rote Wald. Der Rote Wald von Tschernobyl ist eine der am stärksten radioaktiv verseuchten Zonen. Die radioaktive Wolke hatte alle Bäume in diesem Gebiet mit ihrem Rauch und Staub umhüllt. Durch die Strahlung verbrannten die Bäume von innen und färbten sich rot. Nicht nur die Bäume, auch der Boden, das Wasser und die Atmosphäre waren mit radioaktivem Material belastet, das der 20-fachen Menge von Hiroshima und Nagasaki entsprach. Erstaunlicherweise gedeihen in den radioaktiven Abfällen aber zahlreiche neue Arten. Die Wildschweinpopulation nahm zu, seltsame Pflanzen tauchten auf und sogar einige gefährdete Arten, die nie zuvor gesehen wurden, aber dazu später mehr. Nummer 7. Radioaktive Pilze. Eine der wichtigsten Entdeckungen, die die Wissenschaftlerin Ekaterina Dadachowa in Tschernobyl machte, war eine Pilzart, die sich als hochradioaktiv herausstellte. Laut Dadachowa wiesen die Tschernobyl-Pilze im Gegensatz zu normalen Pilzen eine dicke Schicht aus Melaninpigmenten auf, mit der sie die Strahlung absorbieren und in chemische Energie für mehr Wachstum umwandeln konnten. Interessanterweise wuchsen die letzten Pilze mit dieser Eigenschaft in der frühen Kreidezeit, in der mehrere Pflanzen- und Tierarten ausstarben. Die Entdeckung beweist, dass solche Lebewesen im Bereich hoher Strahlenbelastung vorkommen können, darunter auch seltsame Tiere wie radioaktive Wildschweine. Nummer 6.
außerirdisch aussehende Wildschweine. Die bei weitem unheimlichsten Entdeckungen in der Unglückszone sind mutierte Tiere, die wie Außerirdische aussehen, so wie die Wildschweine. Da sie nicht mehr bejagt werden, vermehren sich Wildschweine rund um Tschernobyl sehr stark, obwohl sie etwas seltsam aussehen. Doch sie sehen definitiv nicht wie die Bestien auf diesem Bild oder wie Kreaturen aus einer Zombie-Apokalypse aus. Verursacht wird ihr verändertes Äußere durch die radioaktiv verseuchte Nahrung, wie den Pilzen, die sie immer noch fressen. Bei getöteten Wildschweinen in Deutschland wurden hohe Strahlenwerte gemessen, die für den Verzehr völlig ungeeignet sind. Doch wer will schon Wildschweine jagen, die aussehen wie Außerirdische? Nummer 5. Vom Aussterben bedrohte Weißkopfseeadler sind wieder aufgetaucht. Apropos seltsame Kreaturen. Noch verwunderlicher war das Auftauchen einer vom Aussterben bedrohten Art. Die stark gefährdeten Seeadler haben sich mittlerweile wieder in dem Gebiet angesiedelt und leben jetzt in der Ukraine. Doch viele der Vögel weisen Anomalien auf, die von Tumoren zu großen Schnäbeln bis hin zu geringerer Fruchtbarkeit reichen. Dennoch sollen in der Sperrzone von Tschernobyl 249 radioaktive Vogelarten leben, darunter eben auch die prächtigen Adler, die zum ersten Mal seit fast einem Jahrhundert ein ernsthaftes Comeback erleben. Die Adler bauen an jedem windigen Wintertag Nester in verlassenen Wachtürmen jenseits der Grenzen und Blicke der Menschen und verleihen der Umgebung ein Gefühl von Normalität. Nummer 4. Seltsame Wesen mit der Kamera eingefangen. Obwohl die Radioaktivität und die Abwesenheit von Menschen Tschernobyl in ein Paradies für die Tierwelt verwandelten, waren die Tiere einer ständigen Kontamination ausgesetzt. Mutationen wie die, die du gerade gesehen hast, waren keine Seltenheit. Hier siehst du eine weitere Absonderlichkeit, die in Tschernobyl über die Gleise läuft. Von der Form und Statur könnte es ein Elch oder Reh sein, aber es wirkt stark deformiert und sieht aus, als hätte es den Kopf eines Kaninchens. Wir wissen es nicht. Doch die bewegten Bilder zeigen, dass es real ist. Aber es sieht auf jeden Fall seltsam aus. Was auch immer dieses Geschöpf war, in dieser Region ist es nichts Ungewöhnliches. Tschernobyl erinnert an einen großen Zombie-Park. Nummer 3. Der eurasische Luchs. Die Tierwelt in der Unglückszone wächst stetig an. Und obwohl immer wieder Missbildungen auftauchen, kommen auch ausgestorben geglaubte Tiere wie der eurasische Luchs dorthin zurück. Der eurasische Luchs galt in Europa als ausgestorben. 2014 wurde er in Tschernobyl aber wiederentdeckt, wo er wieder einen Lebensraum ohne die Bedrohung Mensch vorfand. In Westeuropa wurde die Art Anfang des 20. Jahrhunderts durch die Verstädterung und die Jagd ausgerottet. Einige wenige Überlebende versteckten sich in Sibirien. Mehrere hundert leben jetzt in Tschernobyl. Wie stark deren Kontamination ist, ist noch unklar. Schließlich sind sie schwer zu fassen und die Verseuchung für den Menschen tödlich. Nummer 2. Riesiger radioaktiver Wels und seltsame fischähnliche Kreaturen. Wissenschaftler fanden bei ihren Untersuchungen rund um Tschernobyl etwas Seltsames in dem Kühlteich neben dem Reaktor. Obwohl der Teich radioaktiv verseucht war, lebten darin noch Fische, allesamt auch verstrahlt. Unter ihnen waren ungewöhnlich große Welse. Einige von ihnen wogen knapp 150 Kilogramm und waren über 3 Meter lang. Ihr Strahlenwert war 16 Mal höher als üblich. Trotz geringem Nahrungsangebot konnten sie in dem Wasser überleben. Tatsächlich fressen diese Fische so ziemlich alles, was in ihr großes Maul passt, ob lebendig oder tot. Und hier in Tschernobyl haben sie praktisch keine Konkurrenz. Es ist verboten, diese monströsen radioaktiven Welse zu fangen, außer zu wissenschaftlichen Forschungszwecken. Man glaubt, dass sie über 70 oder 80 Jahre alt werden können. Apropos seltsam aussehende Fische. Auf diesem Foto siehst du zwei fischähnliche Wesen, die in der Gegend von Pripyat gefangen wurden. Niemand weiß, was das ist. Wir hätten auch sagen können, dass es sich um eine Fotomontage handelt, aber dafür wirkt es zu echt. Urteile selbst darüber. Wie du siehst, hat der Mutantenfisch auf der linken Seite einen fischähnlichen Kopf, aber auch mehrere seltsame Saugnäpfe. Das schockierte die Angler, die neben diesem Tier noch einen anderen merkwürdigen Fisch im selben Gewässer fingen. Der Fisch rechts hatte einen Körper wie ein Fisch, aber sein Kopf glich einem Delfin oder einer Taube.
Wissenschaftler sagen, dass dieses wunderliche Aussehen auf die Strahlung in dem Gebiet zurückzuführen ist und es sich hierbei um hochradioaktiv mutierte Tiere handelt. Nummer 1. Seltsame Mutantenkreatur. Dieses sonderbare Wesen wurde in der Nähe von Tschernobyl gefunden. Radioaktive Strahlen können den ganzen Organismus beeinflussen, wie die Nuklearkatastrophe belegte. Babys kamen missgebildet zur Welt und Tiere gebaren die abscheulichsten Föten. Einige wollen sogar Außerirdische in der Sperrzone gesehen haben, aber dabei handelte es sich höchstwahrscheinlich um deformierte Tiere wie auf diesem Foto. Was ist das überhaupt? Es ist der Stoff, aus dem Albträume sind. Einige sagen, diese Kreatur stamme aus Tschernobyl, andere sagen, sie käme aus Tansania. Wir wissen nicht, ob es eine gute Fotomontage ist oder vielleicht ein deformiertes Kuh- oder Ziegenbaby. Was denkst du? Welche dieser Entdeckungen aus Tschernobyl ist die merkwürdigste? Schreib uns einen Kommentar und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren.